Ich habe eine schlechte Nachricht und eine gute. Wir fangen mit der schlechten an. Es sind nur noch 4 Spiele an diesem Wochenende. Die gute, es sind 4 Kracher, die jetzt auf uns warten. Es geht los mit den beiden Halbfinals. Und hier mit Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg. Wieder ein Nordderby, ein Niedersachsen-Derby. Der erste Schussversuch hier. Kilian Neufeld, der mitspielende Keeper der Hannoveraner. Und jetzt zaubern die Offensiven des VfL wieder los. Mit Johnny Eboah, mit Cezaia Hermann und natürlich mit Gebril Ceesay. Tyson Richter kommentiert das Startquartett und verliert jetzt den Ball an Samet Gülle, der hier abschließt. Nochmal Gülle. Ball verloren. Ceesay. Klasse Tunnel. Auf der linken Seite. Jetzt zurückgelegt, um in die Grundordnung zu kommen. Hermann. Klasse Abschluss. Und Neufeld hat den Ball. Volle Mitnahme hier von Jan Spieß. Das ist wieder Gülle. Quergelegt. Abschluss. Wunderbares Tor. Über 4 Stationen. Von ganz hinten rausgespielt. Er kam, Sally Esen. Trifft hier zum 1:0 für die Hannoveraner. Das war ein Fußball aus dem Lehrbuch. Das ist Antonio Brandt, der mitspielende Keeper vom VfL. Sich da Michael Walker von Tusnellstedt übrigens wieder dabei, sein letzter Auftritt für den heutigen Tag. Das war ganz knapp, Antonio Brandt an den Pfosten. Isaiah Herrmann übrigens, aktueller U16-Nationalspieler. Zweitbester Torschütze der Wolfsburger. Der beste Torschütze im laufenden Saison übrigens, Max Janke, 9 Treffer für den VfL in der Regionalliga, wo die Wölfe auf Platz 2 stehen. Hat Max Janke fast den Ball beim Dribbeln vergessen.
heißt der Treffer für Hannover 96. 2-0. Torschütze Nico Berg. Nico Berg zum 0-2. Hannover einmal im Endspiel gewesen im Jahr 2012. Noch kein Sieg. Für die Jungs von alleine. Schaffen es gut, zurzeit die freien Lücken anzuspielen. Gutes Positionsspiel, gute Tiefenstaffelung. Das ist wirklich guter Hallenfußball, was die Hannoveraner hier zeigen. Jetzt der lange Ball, klasse, jetzt aus der Drehung abgeschlossen, aber da ist Antonio Brandt. Nachschuss, wieder Brandt. Also Hannover macht momentan den stärkeren Eindruck. Spielstand ist daher folgerichtig. Klasse, jetzt aber gespielt und wenn den John Yeboah richtig verarbeitet bekommt. Dann wäre es die große Chance gewesen. Letzte Chance, das ist Hermann. Kapitän der Wolfsburger. Brandt, Tyson Richter, zurück auf Brandt, aber stellt das gut durch. Kibril Cezay war gerade gestern super auffällig, im Turnierverlauf ein bisschen nachgelassen. Jetzt wäre es jetzt gewesen, wenn er den Ball bekommen hätte. Langer Abwurf. Das ist Seth Anson. Jetzt klasse rübergespielt. Jetzt die Chance für John Yeboah. Quergelegt. Da ist Cezay mit dem Tor für die Wölfe. 1-2 der Anschlusstreffer. Da habe ich ihn gerade tot gesagt und dann kommt die passende Antwort. Mit dem 1-2. Es bleibt spannend hier. Beide Mannschaften ja auf jeden Fall noch einmal auf der Platte. Es wird ein Spiel um Platz 3 geben. Aber das natürlich eher undankbar. Und jetzt die Wolfsburger. Der Ballbesitz. Da ist Antonio Brandt. Schafft er noch ein Tor heute? Ein paar Mal nah dran. Jetzt aber Überzahl für Hannover. 3-1, wenn es schnell geht. Klasse Tackling. Da ist Brandt zur Stelle. Und jetzt die Überzahl für die Wolfsburger, wenn es schnell geht. Ball ist rübergespielt. Das ist Tyson Richter. Schließt ab und verzieht den Ball. Weit am Tor vorbei. Sechs Minuten vor dem Ende. Kilian Neufeld. Ball verzogen von Tyson Richter.
5 Minuten noch zu gehen. Jetzt sei vielleicht. Der Ball bleibt im Spiel. Ah, da ist der Yeboah noch fast angekommen. Ein Schuss. Das ist wieder Antonio Brandt. Gut gespielt jetzt. Hermann. Geblockt. Yeboah. Klasse mit der Hacke. Zurückgelegt jetzt. Oh, und da war Cesai. Weit über das Tor. Jetzt die Möglichkeit. Das ist Yeboah. Yeboah guckt. Aber Luca Bahn ist zur Stelle bei Hannover. Cesai. Hermann. Brandt. Cesai. Brandt. Hermann. Die spielt jetzt gut aus. Yeboah. Hermann! Was für ein toll gespieltes Tor! 5-6 Mal ausgeguckt, den Gegner zurechtgelegt, dann in die Spitze, quergelegt, Abschluss, oben rechts in den Knick. Tolles Tor, 2-2. Fast die nächste Möglichkeit. Also hier 2-2 nach 2-0. Alles wieder auf Null gestellt. 2 Minuten vor Ende dieses Halbfinals. Jetzt die Chance hier, Boah, hat er gesehen, dass Kilian Neufeld ziemlich weit aus seinem Tor war. Und jetzt Hannover wieder den Ball besetzt. Wieder 3 Spieler vorne. Möglichst tief. Der mitspielende Torwart. Und jetzt Cesai. Gewinnt den Ball. Musste noch querlegen. Drehung von Yeboah. Und jetzt die große Chance. Vollspiel. Und das müsste 2 Minuten geben. Und die gibt es auch. Für Hermann. Richtige Entscheidung von Schiedsrichter Walker. Und die Uhr müsste jetzt angehalten werden. Boah, guter Schuss nochmal von Seth Anson. Jetzt Antonio Brandt mit dem Ball. Langer Ball nochmal gespielt. Das ist nochmal ein spannendes
Ende dieses Halbfinals gibt es hier nochmal den Lucky Punch. Antonio Brandt. Rollt nochmal Johnny Yeboah an. Yeboah. In Unterzahl. Soll es den Siegtreffer geben? In Unterzahl. Das Tor! Das Tor! Tor für Wolfsburg! Mit drei Mann auf der Platte. Es ist Maximilian Janke, der Top-Torschütze. Der Wolfsburger zum 3:2. Noch 20 Sekunden auf der Uhr. Klasse gehalten, Antonio Brandt. Der Torwartkerl. Was für ein Finish hier in diesem Spiel. Die Wolfsburger in Unterzahl in der Halle. Gehen in Führung. Zwölf Sekunden sind noch zu spielen. Ball hoch, weit weg. Acht Sekunden auf der Uhr. Uhr ist wieder angehalten. Ball jetzt im Spiel. Seth Anson. Nochmal auf Luca Bahn. Wolfsburg jetzt mit Mann und Maus vor dem Tor. Der Schuss. Brandt ist wieder da. Na, Schuss. Brandt. Und Schuss. Wolfsburg ist im Finale. Dank Antonio Brandt. Klasse Spiel.